Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Crew. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind an der Ostküste. Und, beziehungsweise, nee, doch, wir sind an der Ostküste, genau. Und da haben wir schon angefangen, dass wir Autoteile gesammelt haben. Und ich würde jetzt gerne noch die letzten 9 oder sowas, ich weiß ja, 9 sind es, glaube ich, noch, die wir noch brauchen. Würde ich jetzt gerne noch einsammeln. Wir haben auch übrigens auch hier an der Ostküste noch sehr viel nicht aufgedeckt, sehe ich gerade. Oh, da sind Niagara-Fälle. Sind die wirklich da? Wenn ja, muss ich da auf jeden Fall mal hinfahren. Die mal angucken. Auf jeden Fall, ist es so, dass ich gerne jetzt hier noch die letzten Teile holen würde. Der ist zum Beispiel jetzt auch wieder direkt neben uns, also das geht ja wirklich schnell. Und wenn wir die haben... Ach, guck mal, da ist auch gerade jemand zufällig hier in der Pampa an uns vorbeigefahren. 50 Wachs habe ich schon gefunden, so, das war Nummer 12. Wir sammeln jetzt noch die letzten Teile und dann würde ich gerne noch mal eine längere Fraktionsmission machen. Aber ich muss mal ganz kurz, es tut mir leid, ich muss mal ganz kurz in Richtung Niagara-Fälle fahren und gucken, ob man da was sehen kann, weil wenn ja, das wäre ja richtig genial. Also muss ich mal leider mal eben hinfahren, sorry. Wobei ich dafür vielleicht mal den Wagen wechseln sollte, weil der ist wirklich überhaupt nicht geländetauglich. Serie, Straße, Gelände, dann nehmen wir unseren Geländeskyline hier. Auch deren Sound, also auch dem seinen Sound finde ich ja absolut geil. Muss ich vielleicht in eine andere Richtung? Ich muss ja Richtung Norden, oder? Ist ja eher Richtung Kanada da oben, oder? Naja, wir gucken mal in die andere Richtung. Ich glaube, wir müssen eher hier lang. Fahren wir einfach hier querfeld ein und gucken mal, ob wir das finden. Schön von Baum zu Baum geklatscht, jawohl. So mögen wir das, tut ja auch nicht weh. Weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, aber ich denke mal, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wir gucken mal. Also der Fluss ist, glaube ich, schon richtig. Und dann, nee, warte mal, das sieht nach Meer aus. Weiß ich jetzt nicht, warte mal, wo muss ich denn dann hin? Vielleicht, entweder muss ich weiter nach da, oder, aber es müsste ja eigentlich einen Fluss geben. Und dann müsste wahrscheinlich hier, oder? Aber das sieht ja auch nicht so aus, Niagara-Fälle, Niagara-Fälle, oder eher in die andere Richtung guckend. Irgendwo müsste man das doch sehen können. Wenn es das ist, was ich meine, was es ist, die Niagara-Fälle sind doch auch so irgendwie da Richtung Kanada, Amerika, oder nicht? Dieser riesen Wasserfall, den suche ich eigentlich. Oder verwechsel ich da gerade was? Ich meine, wenn es da steht, weil das sah ja jetzt nur nach Meer aus und überhaupt nicht nach irgendeinem Wasserfall. Ah doch, hier ist aber auch eine Sehenswürdigkeit. Also vermute ich mal, dass das hier ist. Wir gucken mal. Ist das die Sehenswürdigkeit dazu? Ja, okay. Dann können wir uns das ja angucken. Jawohl, da ist es doch. Sieht allerdings irgendwie sehr anders aus, als ich das kenne von Bildern. Irgendwie kleiner und weniger beeindruckend, aber trotzdem ganz nett. Okay. Haben wir die auch mal gesehen. Hier gibt es auch einen Slalom-Test, den müssen wir aber gar nicht machen. So, also. Niagara-Fälle haben wir erkundet und wir haben das Autoteil da drüben geholt. Dann würde ich jetzt sagen, geht's weiter zum nächsten. Wo ist noch eins? Da ist noch eins, hier in Salem Woods. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich ja irgendwo im Dorf drin. Dann gucken wir mal direkt in der Mitte. Jo, sehr nah dran schon und... Warte mal, hier noch nicht. Wahrscheinlich hinter dem Haus oder hinter der Kirche oder sowas. Oh, hier sind auch Kürbisse vor der Kirche. Das war natürlich lustig. Schöne Häuschen hier, aber ich bin irgendwie noch nicht ganz richtig. Ich vermute mal... Ah, da ist es doch. Hinter der Kirche ist es. So, da ist es in der Ecke. Dann haben wir das auch. Das war Nummer 13. Weiter geht's. Salem Woods. Okay. Oder, da doch, Salem. So, Casco Bay. Da oben waren wir auch überall noch gar nicht. Hier in Arcadia und Maine Hochland, Crown of Maine, da waren wir überall noch nicht. Da ist auch noch ein, so eine Radarschüssel, die wir erst aufdecken müssen. Ich vermute mal, dass da auch irgendwo noch ein Autoteil ist dann. Aber können wir ja da nochmal zurück. Da ist auch noch eine Radarschüssel irgendwo. Dann würde ich sagen, holen wir die mal eben. Die Radarschüssel, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Überblick, wo was ist. Bin ich jetzt noch gar nicht nah dran? Ernsthaft? Warte mal. Wenn hier der Radius ist, müsste das doch, oder ist es da vielleicht? Könnte natürlich auch sein. Ah, boah, ich habe mich direkt vor das Ding geportet. Wie gut war ich denn jetzt gerade, bitte? Direkt vor die Datenstation, perfekt. Sehr gut, so, da wird uns direkt wieder ein bisschen was aufgedeckt hier. So weit, so gut. Aber ich würde ja gerne nur Erkundung haben. Also, Autoteile. Da ist New York. Da ist noch ein Autoteil zum Beispiel. Mitten in der Pampa. Wahrscheinlich ja hier in dem Schuppen oder so. Ich würde vermuten, da in dem Schuppen.
Man kann immer schon so ein bisschen aus dem Radar sehen, wo es vermutlich ist, also weil es meistens ist es dann auch da, wo man es vermutet hat. Und ich vermute es jetzt gerade hier in diesem Schuppen und da ist es auch. Natürlich, Nummer 14. So. Dann, wo haben wir noch eins hier? Mississippi Plateau. Da ist noch irgendwo ein Autoteil drin. Und da waren wir allerdings noch nicht drin. Deswegen würde ich jetzt einfach hier auf die Straße porten. Ja, wir müssen halt auch so ein bisschen erkunden. Wir müssen währenddessen, oder wir dürfen währenddessen auch so ein bisschen noch Gebiete aufdecken, wo wir noch nie waren in dem ganzen Let's Play. Und ich meine, eigentlich ist das ja ein echt gutes Zeichen, wenn wir in über 70 Parts noch so viele Teile auf der Karte haben, die wir noch nie gesehen haben. Das ist doch eigentlich eine gute Sache. Das spricht doch dafür, dass das Spiel viel Unterhaltung bietet, viel Karte bietet. Oder nicht. Ich finde das eigentlich gut. So, wir müssen nach links. Jawohl, jetzt blinkt's auch wieder. Irgendwo hier in der Pampa. Aber ich bin genau auf dem richtigen Weg. Insofern sollten wir gleich quasi dagegen fahren. Will aber nicht dagegen fahren. Wo ist es denn? Links, 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 links. Da ist es. Jawohl, hinterm Baum. Okay, das war Nummer 15. Weiter geht's. Jetzt sind wir auch gleich durch. Nur werden wir wahrscheinlich das lange Rennen nicht mehr schaffen. Dann fangen wir beim nächsten Mal mit dem langen Rennen an. Und das wird sowieso, denke ich, zwei Parts dauern. Aber gucken wir mal. Oder wir fangen diesen Part noch an und dann der nächste Part ist dann wieder der komplette Part. Das Rennen. Das hatten wir ja schon bei dem einen langen Rennen so gemacht. So, jetzt bin ich gerade wieder drum rumgefahren irgendwie. Genau, da ist es schon. Es geht ja wirklich mega schnell, diese Autoteile. Zumindest, wenn die Karte schon aufgedeckt ist, wo sich das Autoteil befindet. Da ist noch was. Hier in Punxsutawney. Noch nie gehört, aber da ist zumindest auch so eine eigene Sehenswürdigkeit extra für das Städtchen. Insofern schauen wir uns das doch mal an hier. Auch ein beschauliches kleines Dörfchen. So, einmal die Sehenswürdigkeit. Das ist halt so ein süßes kleines Dorf hier. Mit einem portugiesischen Buchladen. Jetzt steht da irgendwer neben mir, den ich nicht kenne. Und hier ist auch noch irgendwo ein Autoteil. Das ist nur noch nicht wo genau. Wahrscheinlich jetzt genau hinter der Absperrung, ne? Jo, da ist es. Okay, einmal daneben. Porten, da haben wir das nächste. 17, drei Stück noch. Okay, wo haben wir jetzt hier in der an der Ostküste noch Autoteile? Da unten, das ist schon wieder das nächste Gebiet, also da ist noch eins. Und dann vermute ich mal, sind da oben noch zwei, wo wir jetzt noch nicht waren. Da müssen wir jetzt erstmal hier Richtung Acadia, müssen wir jetzt erstmal fahren, da waren wir nämlich auch noch nicht. Also wieder in neue Gebiete vordringen. Ja, wenn man alle Autoteile sammelt in irgendeinem Gebiet, dann hat man auch schon, dann deckt man auch schon so gut wie die komplette Karte auf. Das ist eigentlich ganz cool. Insofern verbinden wir zwei Sachen, Karte kennenlernen und Autoteile sammeln. Wobei ich dann natürlich noch ein bisschen öfter fahren müsste, statt immer per Blitzreise, aber dann dauert das so lange. So, und den Präzisionstest fahre ich natürlich drumherum, den wollen wir jetzt nicht machen, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg hier. Auch wenn dann eine sehr schöne Gegend hier, man muss das ja ganz ehrlich sagen, die Karte ist sehr abwechslungsreich, aber überall, egal wo man hinkommt, ist einfach die Karte schön. Also ist eine schöne Gegend so, generell, die ganze Karte. Gefällt mir super gut. Und so abwechslungsreich, das finde ich ist auch das Coole irgendwie, weil man alles hat. Sümpfe, Wälder, Wiesen, Strände, Wüsten, alles. Berge, Schnee. So, ich vermute mal hier auf der Insel wahrscheinlich, oder? Das würde jetzt den Machern ähnlich sehen. Oder aus der anderen Insel, auf einer von den Inseln jedenfalls. Ja, das sieht schon gut aus. Da ist auch ein gestrandetes Schiff, sehe ich gerade. Auch cool. Also ich bin jedenfalls schon nah dran. Irgendwo hier wird es sein. Jo, ich hab's irgendwie gefunden. Ich hab's nicht mal gesehen, aber ich bin dran vorbeigefahren. Ah, da war's in der Ecke. Okay, das war jetzt das. Und jetzt gibt es noch zwei Autoteile. Es könnte natürlich noch hier irgendwo drin sein. Da ist sogar noch eine Rennstrecke, die ich noch nie gesehen habe. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Wieso haben wir die denn noch nie irgendwie gehabt in... Das kann doch echt nicht sein. Die müsste doch auch in irgendeiner Mission mal vorgekommen sein dann. Long Island Speedrome. Da möchte ich aber auf jeden Fall mal hin. Ja, zumindest mal angucken. Es kann doch nicht sein, dass da noch eine Rennstrecke ist, die ich noch nicht gesehen habe. Also. Meine Güte. Wie cool ist das denn? Da müssen wir auf jeden Fall mal hinfahren. Ich kann mir das gar nicht erklären, dass wir so viele wichtige Teile der Karte noch nicht mal gesehen haben. Also wenn die noch nicht aufgedeckt sind, waren wir ja noch nie da, oder nicht? Noch nicht mal in der Mission, noch nicht mal irgendwann. Und noch nicht mal vorbeigefahren, irgendwie in der Nähe.
So, warte mal, muss ich mal eben gucken. Kommen wir da irgendwie hin? Wir müssen ja so ein bisschen dann einfach ins Nirgendwo fahren. Beziehungsweise wir können ja sogar bis hierhin jetzt schon bei Blitzreise und dann können wir den Rest des Wegs fahren. Einmal durch den Wald. Und dann kann ich ja auf die Rennstrecke wieder per per Blitzreise drauf. Außer wenn da irgendwo schon eine Einfahrt ist, dann fahre ich natürlich. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also hier ist eine Rennstrecke. Aber von hier aus komme ich da nicht so richtig drauf. Herbert, gibt es denn da auch keine Tests oder irgendwelche Missionen? Gib mir mal meinen AMG. Oh, da sind sogar Ansagen. Gib mir mal einen Rennwagen und zwar hätte ich gerne den AMG. Gucken wir mal. Fahren wir einfach eine Runde mal hier auf der Rennstrecke. Aber das sind ja irgendwie zwei Rennstrecken. Eine geht jetzt links weiter, eine geht rechts weiter. Ist aber ja eher klein, oder? So eine kleine runde Rennstrecke. Aber ist doch lustig, haben wir noch nie gesehen. Und ich meine, für 300 km/h reicht's. Und ich glaube, das war auch schon eine Runde. Also okay, so richtig spannend ist sie nicht, das muss man sagen. Aber sie ist da, haben oder nicht haben. Ja gut, dann fahren wir jetzt noch einmal links hier. Die ist dann etwas enger, der Kreis. Oh, da geht's sogar nochmal hoch. Dann gibt's noch irgendwie noch einen Teil Rallye-Strecke oder sowas. Das ist ja lustig. Also ich finde es richtig cool, dass man so lange im Spiel sein kann und immer noch so viel Neues entdeckt. Warte mal, wenn ich jetzt links fahre, dann müsste ja da noch... Ich will mal diese Rallye-Strecke hier oder was das da ist. Da geht es ja noch irgendwie hoch. Da würde ich gerne mal hinschauen. Hier, links. Ja, da kann man sogar noch hier oben lang fahren. Also drei verschiedene Strecken quasi. Ivory. Snail Juices. Also es gibt verschiedene Wege eben, die man fahren kann. Und da fährt sogar ein Auto lang. Keine Ahnung warum. Was hat mich denn da jetzt umgeschmissen? Autsch. Was hat mich denn da jetzt umgedreht? Ich bin einfach nur hier runtergefahren. Hä? Irgendwas hat mich da komplett umgedreht. Ja, jetzt weiß ich nie mehr was. Jetzt war nichts mehr. Na gut, haben wir den auch mal kennengelernt. Siehst du mal. Den Long Island Speedrome. Okay. Seaside Resorts, Ocean State. Ich denke mal wirklich, dass das alles noch da oben ist. Weil da ist ja noch ein Riesengebiet, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Und dann werden da auch die letzten beiden Autoteile sein. Dann gehe ich jetzt einfach mal nach hier. Und dann setzen wir uns einen Wegpunkt, wo wir hinwollen. Nämlich einfach so Richtung, da ganz oben, Richtung dieser Satellitenschüssel. So. Und dann fahren wir da mal eben hin. Dann werden wir zwar diesen Part es nicht mehr schaffen, noch irgendwas anzufangen, aber gut, wir haben ja zumindest neue Sachen entdeckt hier. Na, jetzt habe ich natürlich wieder den falschen Wagen, ne? mit dem AMG Rennwagen hier durchs Gelände zu fahren, ist eher blöd. Wechseln wir mal wieder auf den Skyline, weil der ist ja echt super im Gelände, mit dem bin ich super zufrieden. Und der hat den Sound, den man braucht. So, rutschen wir mal hier elegant ein bisschen durch die Gegend und nähern uns mal der Satellitenschüssel da oben. Dann werden wir, denke ich, auch die letzten Autoteile, die hier noch sein könnten, aufdecken. Beziehungsweise eins habe ich sogar schon gefunden, ohne Satellitenschüssel. Denn da blinkt es schon, also holen wir das eine schon mal und dann fehlt ja nur noch eins. Okay, jetzt stehe ich wieder vor einer Klippe. Ich vermute mal, das Ding ist auf der Klippe oben drauf. Ja, natürlich muss man da die ganze Straße hochfahren. Das werde ich aber jetzt nicht machen, sondern wir porten uns einfach nach da oben. Da ist auch noch eine Kirche auf dem Berg drauf. Mega cool. So, irgendwo hier, beziehungsweise so ganz richtig bin ich doch nicht gewesen. Denn es scheint gar nicht oben zu sein. Sondern unten. Aua. Moment, also wir schauen nochmal. Es ist nicht oben, sondern unten, ja? Wo denn? Oder ist das hier, da ist das. Ah, ich glaube, ich habe es entdeckt. Da
Das müsste das sein. Jo, gefunden. So, das war Nummer 19. Also, ein Autoteil noch. Kriegen wir doch jetzt auch noch hin. Da ganz, ganz oben an der Spitze. Jetzt gehe ich einfach nach dort und dann fahren wir noch die paar Meter bis zu der Satellitenschüssel. Dann haben wir nämlich auch das Autoteil aufgedeckt. Und dann sind wir hier an der Ostkiste mit den Autoteilen durch, haben das nächste versteckte Auto freigeschaltet und ja, ist doch gut. So, jetzt müssen wir allerdings auch schauen dann, wo wir hin müssen für die Satellitenschüssel. Da gibt es ja dann auch wieder so einen Alarm. Meistens sind die ja irgendwo auf dem Berg oder sowas. Okay, es blinkt auf jeden Fall schon. Die Richtung stimmt schon mal. Dann würde ich sagen, fahren wir noch ein bisschen hier durch die Pampa. Nee, nicht falsche Richtung. Ich bin richtig. Ich will ja zur Radarschüssel. Jetzt müsste sie fast da sein. Es ist schon grün. Es blinkt schneller und schneller. Da ist sie. Und dann werden wir jetzt, denke ich mal, auch das letzte Auto noch angezeigt kriegen, oder? Ja, ist voll schön hier oben. So. Und wie sieht's aus? Oh, da sind auch noch ziemlich viele Tests und sowas. Sehenswürdigkeiten und Tests und solche Sachen. Okay, einmal auf Erkundung. Da ist es, jawohl, in Acadia. Das heißt, wir müssen doch nochmal ein Stückchen fahren. Da müssen wir also, oder was heißt müssen, es klingt immer so gezwungen. Nee, wir dürfen jetzt nochmal, dadurch, dass wir das Autoteil noch suchen, tatsächlich den letzten Teil hier auch noch aufdecken, da oben, Acadia, wo wir noch nicht waren. Dann würde ich sagen, setzen wir uns hier einen Wegpunkt hin. Und dann fahren wir einfach da noch in die Richtung und dann können wir auch schon wieder Schluss machen. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, dann haben wir jetzt das Auto ja geschafft. Dann beim nächsten Mal mache ich dann wieder so ein längeres Fraktionsrennen. Da hätte ich echt Bock drauf. Und dann können wir nämlich nochmal ein bisschen Kohle ranscheffeln. Und je nachdem können wir dann nochmal ein Auto kaufen. Ich hätte noch Lust auf den Aventador. Ich hätte aber auch Lust auf einen... Was gibt's denn sonst noch so? Den Bentley hätte ich gerne. Und was fahren denn die Leute noch so? Den Ferrari LaFerrari hätte ich auch ganz gerne eigentlich. Wobei mich halt bei diesen Supersportwagen so ein bisschen nervt, dass die wirklich nur als Performancewagen gekauft werden können. Und ich habe eigentlich viel lieber die Rennwagen. Die Performancewagen finde ich irgendwie nicht so geil, weil die sind einfach langsamer und... ja, ich habe lieber Rennwagen. Aber wir gucken mal. Oder man kauft sich einen Hammer oder was weiß ich. Gibt ja genug teure Autos in dem Spiel. So. Jedenfalls sind wir gerade hier auf dem Weg zu einem neuen Gebiet. Acadia. Klingt wie so eine versteckte geheime Stadt oder sowas. Ist ja auch da ganz oben im Osten. Am letzten Zipfel sozusagen, ne? So, einmal hier durch den Verkehr schlängeln. Und jetzt geht's einmal nach rechts. Also der Skyline ist der Hammer, wenn es ums Driften geht, ey. Ich stehe drauf. Der weiß einfach, wie es geht. So. Wie weit ist es jetzt noch? 2,5 Kilometer. Okay, können wir mal ein bisschen Nitro raushauen. Der ist halt relativ langsam, weil er ein Geländewagen ist. Aber den Skyline gibt es auch als Rennwagen. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich da nicht Bock drauf habe. Wir haben den halt schon als Geländewagen, aber den gibt es auch als Rennwagen. Wäre auch mal eine Option. Wobei, es gibt noch einen Wagen, den ich gerne hätte, den BMW M5, aber ich weiß nicht, ob der, als was man den tunen kann. Auf jeden Fall das Straßenwagen. Ich weiß nicht, ob der aber auch irgendwie als Performance oder als Rennwagen möglicherweise sogar, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher nicht, aber man könnte ja mal gucken. So, jetzt einmal hier in die, oh, das sieht aber richtig schön aus hier. Schaut euch das an, diese Wälder und die Tannenbäume und sowas. Sieht ja richtig cool aus. Also, das ist jetzt das letzte Autoteil hier an der Ostküste. Zack, und damit haben wir alle 20. Und ich würde sagen, wir gehen zurück zum Hauptquartier. Hat jetzt doch noch ein bisschen länger gedauert als erwartet, weil wir halt teilweise noch neue Gebiete aufdecken mussten. Aber, da ist es. Unser versteckter Wagen von der Ostküste. Tja, die sind ja alle eher so speziellere Autos. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn man so richtig
krasse Wagen kriegen würde, so Supersportwagen oder so, aber es sind halt eher so, ja, spezielle Sachen, so Hot Rods und solche Sachen. Ja, gut, was soll ich dazu sagen? Wir können jetzt die Werkstatt mal verlassen mit dem Wagen und uns den mal angucken, aber ich fand den anderen schon nicht so cool. Er sieht halt schon krass aus, muss man ja sagen, mit den fetten Auspuffrohren und dem Motor vorne, der so frei ist, aber wir können ja mal zum Salzsee gehen und mal eben einmal drüber fahren und mal gucken, was passiert. Wobei ich glaube, wenn man da Teile haben möchte für den, dann müsste man den ja auch wieder erst tunen, wahrscheinlich zu einem... Ah ne, der ist Geländewagen. Was? Das ist ein Geländewagen? Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ernsthaft? Das ist ein Geländewagen? Na gut, okay, es ist anscheinend ein Geländewagen, der schon getunt ist. Oh mein Gott, der sieht ja aus von innen. Ist ja richtig so spartanisch eingerichtet, würde ich sagen. Ich sehe nicht mal, wo ich lang fahre. Oh, da kommt vorne Nitro raus. LOL, wie sieht das denn aus? Wie cool ist das denn? Da spuckt der Flammen vorne aus seinem Auspuff. Ich vermute nur, dass er keinen Platin kriegen wird. Also, man kriegt mit fast jedem Auto Platin hin hier auf dem Salzsee. Aber mit dem vermute ich einfach mal, dass es nicht klappt. Ist die Frage, ob man überhaupt Bronze kriegt. Wahrscheinlich auch nicht, ne? Da bräuchte man mehr Anlauf. Ja, da bräuchte man mehr Anlauf. Kriegt er nicht hin. Na gut, wir machen es nochmal, komm. Aber das mit dem Feuerspucken vorne ist natürlich der Hammer. Ich stehe zwar nicht so auf diese Ratterkisten hier, aber ansonsten von dem Feuer her, das ist schon stylisch. Ja, also selbst mit Nitro kriegt man, glaube ich, nicht mal Bronze mit dem Wagen. Gut, er hat halt jetzt auch nur 409. Also ist wirklich gar nichts. Da müsste man erstmal ein Geländekit kaufen mit 700 oder sowas. Aber vielleicht reicht es ja für Bronze. Ich glaube nicht. Nee, ganz knapp nicht. Na gut, der ist einfach zu lahm dafür. Aber, ja, den haben wir halt jetzt freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit einer langen Fraktionsmission. Und bis dahin, euer Walle. Bye, bye. Ich bin so entwickelt, da bin ich schon echt froh. So, wir brauchen mehr Gewerbe. Na gut, das sollen sie haben. Schön hier alles vollbauen. Erst einmal hier vorne. Das sieht soweit gut aus. Da wollte ich nichts mehr bauen. Hier kann ruhig noch Gewerbe.